Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Mass Effect Andromeda hier auf GenX Reloaded. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, es ist jetzt eine ganze Zeit her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe, also Mass Effect. Das ist halt der Nachteil an diesem Intervallen, Veröffentlichungsintervallen, Entschuldigung, Worthänger, wieder mal, kennt ihr ja schon. Ja, deswegen müssen wir eben gucken, was wir hier machen wollen, aber genau, wir sind immer noch auf Eladen, auf der sehr heißen Welt und wollen zu den Exilanten. Beziehungsweise stehen kurz davor. Rein. So. Warum ist es hier immer noch so warm? Ich bin noch im... Wie heißt? Unter Dach. Ah. Pop, 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 pop. Vorräte. Das Auto. Das ist ja noch ziemlich Ecke weg. Und jetzt hier weiter gucken. Das ist mit dem Licht. Ist ein bisschen doof, ey. Hallo? Oh, nicht schon wieder. Lüftungskreuzung. Oh, Scheiße. Rein hier. Oh. Ah, da, ich sag ja, das mit der Lampe, mit dem Licht ist echt. Thank you.
soll denn hier noch irgendwas finden? Da muss ich hin. Ich bin das mal. Hoffe ich. Wow. Oh, das ist nicht gut hier. Ja, wenn es zu knapp wird, kann ich ja Notexfiltration machen. Aber irgendwo muss hier ja auch mal. Stasekapseln der Arche Nathanus. Ist noch jemand am Leben? Eine gleichzeitige Analyse sämtlicher Kapseln liefert keine verlässlichen Ergebnisse. Wir sollten sie uns näher ansehen. Hier ist so gerade was gewesen. Hey, habt ihr einen Arsch auf? Ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Keine Übereinstimmung. Ein Turianer, aber nicht ihr Pathfinder. Der Passagier ist ein Kind. Na super. Die hier ist noch aktiv. Die genetische Abweichung ist zu groß. Hilf mir mal, sie zu öffnen. Pathfinder, es sind keine Vitalzeichen vorhanden. Sam, überprüf die Chronik der Kapsel. Dem letzten Log zufolge wurde diese Stase-Kapsel von der Arche Nathanus abgeworfen. Sie sind vielleicht in Panik geraten, als sie auf die Geißel gestoßen sind. Nein, der zeitliche Ablauf passt nicht. Der Abwurf dieser Kapsel erfolgte lange, nachdem die Nathanus als vermisst gemeldet wurde. Okay. Aber irgendeinen Grund muss es ja gegeben haben. Sie waren womöglich dazu gezwungen. Wir sollten nachsehen, ob Mason vielleicht in einer der übrigen Kapseln ist und uns dann wieder bei Avitus melden. Möglicherweise ein entfernter Verwandter. Diese Person ist zu alt. Das ist nicht Mason Barrow. Mason Barrow ist in keiner dieser Kapseln, Pathfinder. Was hoffentlich bedeutet, dass er noch am Leben ist. Lebenserhaltungssysteme stehen kurz vor dem Ausfall. Ja, dann muss ich schnell zu meinem... So... Wach! Muss ich unbedingt weg, würde ich sagen. Oh! Cora,
Sie mögen also Zahlen, Rückfallpläne und sowas. Wir werden es jedoch schaffen, oder? Ich hoffe es. Es wäre ziemlich dumm, so weit zu reisen, nur um dann zu scheitern. Das stimmt. Cool. Gut zu wissen. Ja. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist wieder online. Komm, komm, komm ab. Wow. Einer weniger. Haben wir nun alle? So, Reliktpolymer und Universalhalbleiter. Erstmal brauche ich hier wieder ein bisschen. Wo läuft hier immer noch ein? Da! Ja, hab ich dich. Oh, diese Scheiß. Ja, und warum bringt mir das nichts? Der Eingang. Oder was? Ich bin gerade echt maximal verwirrt. E-Zero Schaltkreise und Schildumgehungseinheit. Er kommt. Alle zu mir. Hopp, hopp. Temperatur steigt, Pathfinder. Phoebe, was? Passen Sie auf. Worauf? Auf alles. Ich habe keine Lust, für sie einzuspringen, nur weil sie abgelenkt sind.
Oh, keine Sorge. Meine Muskeln reagieren blitzschnell. Für mich muss niemand einspringen. Ist hier nicht irgendwo auch das komische Ding rum? Pest. Boah, das ist so übel, dass es hier nirgendwo irgendwie mal... Außenpostenplätze gibt, also für diese kleinen Außenposten. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Nehmen wir Dinger. In Ruhe. Hallo. Fuck. Ich bin gestorben. Nein, ich bin gestorben. Temperaturen über dem Normalwert. Hör doch mal ab. Taktischer Zurückzug nennt sich sowas. Ist doch übel, ey. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface. Bla bla. Da ist noch so ein. Oh, hier ist ein Erinnerungsauslöser. Ist Mineral. Registriere Temperaturen über dem Normalwert. Ja, das ist halt normal, das ist halt heiß, ne? So. Der heizt hier einfach ein lang bisschen gefällt. Oh, warum nicht? Oh. Moment mal eben. Das macht mich gerade echt ein bisschen durcheinander hier.
irgendwie anders hin. Das sieht doch schon eher. Was ist mit meinem Mass-Effekt-Werfer? Oh, das Internet heute ist bei mir echt zum Kotzen. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Echt. Also momentan ist das zeitweise echt so, dass ich mich im Modem-Zeitalter zurückversetzt fühle. Das ist echt unfassbar, wie scheiße das Internet in den letzten Tagen ist. Das sieht wie ein Reliktwrack aus. Oh. Da. Ja, das Große haben wir doch gesehen, oder nicht? So, hier muss es irgendwo... Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Nicht stehen bleiben. Danke. Die Durchschlagkraft durch Objekte deutlich. Hup, 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 hup. Na komm. Was habe ich hier nochmal? Oh, Schaft. Stabilität ist immer gut. So. Alles klar. Okay, ist in die andere Richtung. Okay. Wuhu! Und runter hier! Divi, was haben Sie damit gemeint? Mit geht schneller als warten. Das hat Sie beschäftigt, was? Mein Volk hat zu Hause das Sagen. Wir haben das Geld, die Macht, die Tech. Andere Spezies wollen so sein wie wir. Und weil Asari so lange leben, können wir bei allen warten, bis es soweit ist. Und das ist langweilig. Wer will schon eine Galaxie, in der alle sich einig sind? Elite-Soldatin. Komm in die Runde. Hier lang. Was war das denn? Eine Fliege in meine Nase. Es hackt. Ein bisschen Anstand, Leute. Thank you.
mal, dass wir hier was finden. Little Maus. Lager mit bösen Jungs. Augen auf. Ich orte mehrere feindliche Lebensformen. Isabel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Gehen wir. Sieht nach Gesetzlosen aus. Um Reinach. Ah, toll. Temperatur steigt. War das Isabel? Ist das ein Datenpad? Little Maus, bin heute über eine kleine Streunerbande gestolpert. Sie sagten, sie wären unterwegs, um Little Maus zuzusehen, wie er seine Magie wirkt. Er soll der Auserwählte sein, der uns alle zu Glanz und Gloria führt. Wenn man ihm ein Geschenk gibt, beschützt er einen vor der Hitze. Aber hallo? Bin ich da hellhörig geworden? Dieser Little Maus hat einen schönen Batzen nützlicher Dinge in seinem Lager. Ich glaube, ich folge diesen Idioten und sehe mal, wie sich die Dinge entwickeln. Das klingt jetzt schon nach Ärger. Oh, diese Sie haben meinen Scharfschützen.
Das nenne ich Teamwork. Alter. Was hier abgeht, hey. So, habe ich jetzt auch alles? Da ist so ein Behälter. Rebellenpanzerung. So, dann hole ich hinten mein Gefährt. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Bui, das war ja hektisch zum Schluss. Leider auch einmal gestorben. Naja, kann passieren. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte den Daumen nach oben da. Aber wäre nice. Teilt das Video, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Tobi.